Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Max. Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Detektiv Conan Video und heute möchte ich mit euch über einen der mächtigsten Verbündeten von Conan Edogawa sprechen. Zumindest wenn wir nach dem Gesichtspunkt gehen, das Wissen macht es. Denn dieser Charakter, über den ich heute sprechen möchte, kennt wirklich so gut wie jedes Geheimnis und ist damit natürlich einer der heftigsten Charaktere, hat einen der größten Wissensstände und ist zudem noch die dritte Silver Bullet und ich denke mal die meisten von euch wissen schon ganz genau, wen ich meine, denn es ist kein geringerer als der werte Bourbon bzw. Amuro bzw. Rei Furuya, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, denn er ist die dritte Silver Bullet. Gosho hat es selber gesagt, Shuichi Akai und Amuro sind unerlässliche Verbündete für Conan, um die schwarze Organisation zu zerschlagen. Doch warum ist er eigentlich so krass? Diese Frage möchte ich heute in dem Video beantworten und euch dabei aufzeigen, dass Bourbon der momentan mächtigste Charakter in Detektiv Conan ist, zumindest wenn man nach dem Gesichtspunkt geht. Wissen ist gleich Macht. Also, was zeichnet Bourbon aus? Was bringt ihn in diese Situation bzw. warum ist er in dieser Situation? Und das ist ganz einfach erklärt. Es ist nämlich seine Rolle in Detektiv Conan. Er ist zwischen den Seiten, er ist zwischen Gut und Böse, er ist ja als Nock in der schwarzen Organisation tätig und gleichzeitig natürlich auch in der guten Seite aktiv, beziehungsweise für die gute Seite aktiv. Zum einen eben für die Sicherheitspolizei und zum anderen natürlich dann noch für die gute Seite für Team Conan, die Allianz, die eben geschlossen worden ist im Hause der Kudors, wo es dann natürlich auch schon anfängt mit seinem Wissensstand, beziehungsweise mit seinem heftigen Wissensstand, denn er weiß über die Allianz der guten Seite gegen die schwarze Organisation Bescheid. Er weiß, dass die Kudors sich mit Conan und dem FBI zusammengetan haben, um die schwarze Organisation zu zerschlagen. Und in dem ganzen Kontext weiß er natürlich auch, dass Shuichi Akai noch lebt, woraufhin er dann natürlich auch schließen kann, dass Kier ein Nock bzw. eine Verräterin innerhalb der schwarzen Organisation ist. Des Weiteren weiß er natürlich auch noch jetzt darüber Bescheid, dass Conan das wahre Brain hinter dem schlafenden Kogoror ist und er weiß natürlich noch, dass Shinichi lebt, denn er wird höchstwahrscheinlich Rum falsche Informationen übermittelt haben, Informationen, die ihm eben die Kudors vorgegeben haben bezüglich Shinichi. Bedeutet, er weiß, Shinichi lebt noch und kann diesbezüglich natürlich auch vielleicht einen Kontext zu dem ganzen Thema herstellen. Was er natürlich höchstwahrscheinlich noch nicht weiß, ist, dass Conan Shinichi ist, denn sonst würde er auch schon die Brücke geschlagen haben, dass Aihaibara eben Shio Miyano ist. Und das Ganze hat er ja nicht bemerkt in diesem Case, wo er auch von Rumi auf die Fresse bekommen hat, wo das ja auch eben behandelt worden ist. Bedeutet, der Wissensstand von ihm auf der guten Seite ist schon extrem krass, doch was natürlich relevant ist für Team Conan, beziehungsweise für uns als Detektiv Conan Fans, für seine Rolle als dritte Silver Bullet, ist natürlich sein Informationsstand, beziehungsweise sein Wissensstand bezüglich der schwarzen Organisation. Und hier ist es extrem krass, denn er wird höchstwahrscheinlich über die wahre Identität von Rum Bescheid wissen. Ich habe das Ganze jetzt schon sau häufig angesprochen. Wichtig bzw. zentral hierfür ist der Nagano Case, wo wir diesen bekannten, gängigen Umgang hatten zwischen Rum und Amuro. Also die beiden haben so gewirkt, als würden sie sich kennen. Dann hatten wir natürlich noch die Kuroda-Situation. Kuroda interveniert extra, damit Komei nicht vor Rum mit Amuro über Scotch redet. Hier hat Kuroda eingegriffen, wollte das Ganze verhindern. Kuroda, der natürlich auch Bescheid weiß über Bourbon bzw. über Amuro als Bourbon. Denn in Kapitel 1017 hat er ihn ja bei seinem Codenamen angesprochen, bedeutet, er weiß darüber Bescheid, dass Amuro in der schwarzen Organisation tätig ist. Ist natürlich jetzt bestätigt nicht Rum, bedeutet, er wird höchstwahrscheinlich zur Sicherheitspolizei gehören. Und wenn Kuroda hier interveniert, damit Komei nicht mit Bourbon vor Rum über Scotch redet, dann wird er ja höchstwahrscheinlich wissen, dass Bourbon in einer sehr, sehr gefährlichen Situation dann da gewesen wäre. Bedeutet ergo, er weiß, dass Kaninori Wakita Rum ist. Und von wem kann er das Ganze nur wissen? Richtig, von Bourbon, denn Bourbon übermittelt ihm ja die Informationen. Bringt uns im Endeffekt zum Endschluss, dass Bourbon höchstwahrscheinlich darüber Bescheid weiß, dass Kaninori Wakita Rum ist. Und das ist nicht das einzige Geheimnis, was er von der schwarzen Organisation weiß, was ihn so mächtig macht in Detektiv Conan. Denn das wohl wichtigste und größte Geheimnis, was zumindest mich natürlich jetzt noch am meisten beschäftigt, weil wir es immer noch nicht wissen, wir wissen immer noch nicht die Beantwortung der Frage, was Wermuts Geheimnis ist. Und dieses Geheimnis ist extrem relevant, extrem wichtig, denn Bourbon hätte nicht umsonst gesagt, die anderen Mitglieder der schwarzen Organisation wären sehr, sehr überrascht, wenn sie eben wüssten, was das Geheimnis ist. Das Geheimnis bezüglich dessen, dass Wermut die von Anokata ist. Und das ist so krass. Bourbon weiß es einfach. Er weiß höchstwahrscheinlich auch irgendetwas über Anokata, denn er kann sich daraus ja auch einen Reim machen, wenn es eben schon einen Bezug zu Anokata hat. Und das unterstreicht einfach, wie krass Bourbon ist. Und Wermut hätte auch nicht so ernst gemacht, hätte nicht die Waffe gezückt und auf ihn gerichtet und gesagt, du hältst jetzt besser mal die Schnauze, wenn es nicht extrem heftig wäre. Bedeutet, diese beiden Faktoren, Rums Identität und das Geheimnis
Geheimnis von Wermut sind extrem krass, extrem heftig und machen diesen Charakter, machen Bourbon zu einem der mächtigsten und wichtigsten Charaktere in ganz Detektiv Conan und die anderen Informationen natürlich auch. Er weiß einfach so gut wie alles und es ist extrem krass und wenn er einfach mal aussprechen würde, wenn er wirklich mal alle Karten auf den Tisch legen würde für Team Conan, dann ey, dann hätte auf jeden Fall die schwarze Organisation ordentlich was vor sich, denn Rum hätte dann ein Problem und die ganze Wermut-Anokata-Geschichte war ja auch nochmal so eine Sache. Bedeutet, sehr, sehr spannend. Bourbon wird noch sehr, sehr wichtig werden für die Handlung und wird seine Rolle als drittes Silver Bullet auf jeden Fall noch erfüllen. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch hier einen guten Überblick darüber machen, wie genau Bourbon in der Handlung von Detektiv Conan noch wichtig werden wird, was er genau weiß, beziehungsweise was er alles weiß, denn es ist so viel, es ist so wichtig und man verliert ja schon fast den Überblick, weil er halt einfach so viel weiß. Bourbon ist einer der heftigsten Charaktere und bezüglich Rumi Wakasa wird er in näherer Zukunft ja wahrscheinlich auch nochmal schlauer werden, wenn er da ermittelt. Von daher Leute, mega heftig, ich freue mich sehr darauf und er ist, wie gesagt, für mich persönlich einfach einer der mächtigsten Verbündeten von Conan. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Stimmt ihr mir dazu? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Ansonsten wisst ihr natürlich auch, Kommentare immer wichtig für den Algorithmus. Ich lese mir alle Kommentare durch, von daher wäre das mega cool. Lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.